Schönen guten Abend. Wir haben in den letzten Stunden zuerst über Topologie gesprochen und dann über Netzwerkgeräte. Und ja, dort sind wir dann irgendwo zum Punkt gekommen, dass wir da gesagt haben, ja, es gibt so Schicht 1 und Schicht 2, gell? Und Schicht 1, Layer 1, gell? Das ist der Physical Layer, gell? Also der Physical Layer, dort stellen wir einzelne Signale dar, gell? Und Physical Layer, das ist also der Layer, gell? Wo also das Signal übertragen wird und der nur weiß, was die Signale sind, gell? Also so Spannungen zum Beispiel oder, ja, oder Frequenzen, gell? Also das ist die Welt des Physical Layers. Und die Schicht darüber, das ist dieser Data Link Layer, gell? Also der Data Link Layer, wo wir gesagt haben, dort wissen wir, wie das Frame ausschaut, gell? Also das Wort, gell? Nicht ein einzelnes Signal, nicht ein Bit, sondern ein ganzes Wort. Und zwischen diesen, also zwischen Physical Layer und Data Link Layer, gell? Hier gibt es etwas, das ist das, ja, das Zugriffsverfahren, gell? Und das Zugriffsverfahren, das ist eben in dieser untersten Schicht sehr wichtig. Und beschreibt, wie man auf dieses Netzwerkmedium, also wie man auf den Physical Layer zugreifen darf, gell, wie wir das organisieren. Und dieses Zugriffsverfahren, gell, das hat mehrere auch so, ja, Moden und Meinungen so erlebt, gell. Und ja, hier im Artikel sind sie sehr synthetisch, beschreiben eigentlich nur zwei, gell, beschreiben eben zuerst dem dieses CSMA/CD, gell, das eben die Grundlage des Ethernet-Verfahrens ist oder in der Ethernet-Technologie, das Zugriffsverfahren und dieses Token-Passing-Verfahren, das wir eigentlich schon bei der Topologie gesehen haben, bei der Ringtopologie, als wir vom Token-Ring gesprochen haben, gell. Und genau das, ja, das wollen wir jetzt mal anschauen, was das so alles gibt, gell. Ja, und da sagen sie eben, das Zugriffsverfahren, das regelt den, ja, diesen Zugriff, gell, auf den Physical Layer, gell? Und darüber unterscheiden sie da, gell, also sie sagen MAC Layer, gell, das ist also ein Teil dieser Schicht 2, gell, Teil dieses Data Link Layers, gell? Und ja, und jetzt wollen wir da aber so ein bisschen zurückgehen, gell? Und sagen, ja, Token Passing, das ist diese Idee, dass man da nicht einfach zugreifen darf, wenn man will, gell? Also dass man da jeder für sich entscheidet, gell? So ein anarchisches Zugriffsverfahren. Nein, 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 nein. Da hat man geglaubt, es kann nicht gut gehen, gell? Und da hat man diese Zugriffsverfahren geschaffen, wo der Zugriff auf dieses Medium, aufs Netzwerkmedium, dann auf die Hardware weitgehend deterministisch war, gell? Und zwar, es durfte sprechen, wer den Token hat, gell? Also wer brav die Hand aufhebt, gell? Und da sagt ihm jemand, ja, jetzt brav, jetzt darfst sprechen, darfst senden, gell? Ja, das ist dann ein deterministisches Verfahren, gell? Und diese Idee war eben, okay, wir tun nicht Hand aufheben und jemand sagt es dir, sondern du hast ein Token. Und mit dem, wer den Token hat, darf sprechen, gell? Egal, ob das jetzt ein Ring ist oder ob das eine andere Struktur ist, gell? Dieses Token-Passing-Verfahren beruht immer auf diese Idee, den Zugriff bekommt der, der den Token hat, gell? Ja, schön. Und was darf er dann machen? Da darf er ein Paket verschicken, gell? Und ja, und dann, ja, je nachdem, wie das weitergeht, gell, muss er auf Antwort warten, auf Bestätigung, dass es ankommen ist, gell, und dann darf er vielleicht etwas Neues schicken, gell, oder jemand anders. Ja, so weit, so gut, gell, also diese Ideen, die waren ja ganz praktisch, gell, und es hat sich dann etwas entwickelt, und bevor wir dieses CSMA/CD mit Ethernet-Technologie dann finden, was dann eben so, ich sag mal, 1973 als Jahr, gell, okay, da ist was passiert davor, und zwar 1969, gell, vor etwas mehr als 50 Jahren, da ist das ARPANET in Betrieb gegangen, gell, also das war dieses
paketorientierte Netz, gell, also da von US-Forschern und eben vor allem Militär, gell, die haben da die Finanzierung gegeben, gell. Und ja, so hat es eben dann mal ausgeschaut, gell, ein bisschen später, noch ein bisschen später, gell. Und wie gesagt, dieses ARPANET, gell, eben, man sagt, es ist der Vorläufer des heutigen Internets, gell. Also wenn euch jemand sagt, das Internet ist 1969 geboren, das stimmt nicht. 1969 war es das ARPANET, gell? Und vom Internet sprechen wir erst dann, wenn wir also alles auf TCP/IP umgestellt haben, gell? Okay? Und das MILNET, das Military Net, dann auch TCP/IP, dann läuft und dann wird eben alles auch den Zivilen zugänglich gemacht. Ja, das schaut jetzt alles da so ein bisschen kompliziert aus, aber wenn wir da mal ein bisschen zurückgehen, 1969 hat das so ausgeschaut, gell? Also das ist dieses berühmte Bild mit vier Knoten. Und diese vier Knoten, die sind alle so an der Westküste, gell? Also an der Westküste der USA, gell? Nicht an unserer Westküste, gell? Und ja, da haben sie das so eingezeichnet da, gell? Ein bisschen größer machen da, gell? Also da sind wir da so in Kalifornien ist das da, gell? Und da eine sind ist in Utah, schreiben sie da, gell? Also ich war noch nie, gell? Also da haben wir eben Stanford in Kalifornien, Los Angeles in Kalifornien und Santa Barbara in Kalifornien und dann Utah, gell? Ja, das war der Beginn. Also vier Knotenpunkte. Und ja, die waren schon froh, dass das funktioniert hat, weil da haben sie schon eine Weile dran gearbeitet, gell? Ja, aber dann hat es ein Problem gegeben, gell? Und zwar, das Problem, ja, das war, ja, da waren wir schon froh, es hat klar funktioniert, die Geschwindigkeit war jetzt nicht so das große Problem. Man sagt, man hat einfach ein paar Telefonlinien angemietet und auf geht's, gell? Ein Modem hat man ja schon gehabt, gell? Also das Modem ist ja 10 Jahre älter. Gell? Okay, also hat man die reine Telekommunikationstechnologie hat es schon gegeben, also konnte man ein Netz bauen. Ja. Jetzt hat es aber da so einen Bundesstaat geben, gell? So einen Bundesstaat, gell? Das ist dann dieser Inselstaat, das Hawaii da, gell? Also das ist der Inselstaat der großen Feiern und der lustigen Hemden und so, gell? Ja. Ja, die waren da von der ganzen Entwicklung da, ja, das hat ihnen schon gefallen, auch, gell, da auf Hawaii, gell. Aber die haben ein Problem gehabt, gell, Hawaii, das ist also anders als Südtirol, gell, Südtirol ist ein Land der Berge, gell. Hawaii ist ein Staat der Inseln. Und auf einem Staat der Inseln ist es nicht so einfach, da die Inseln miteinander zu verkabeln, gell, also, ja. Südtirol ist auch nicht einfach, gell? Also bis wir hier eben die Glasfaserverkabelung überall haben, das ist nicht so einfach, gell? Und auf Hawaii, ja, dort haben sie dann eben auch nach einer Lösung gesucht. Und die Lösung war folgendes, gell? Also man dachte ja, mit Kabel zwischen den ganzen Inseln, das ist ja, das ist da schon schön schwierig, gell? Und da hat man eine Funklösung gedacht, gell? Aber das mit der Funklösung, das hat dann ein Problem irgendwie ja, gehabt. Und zwar das Zugriffsverfahren, also dieses mit so Token und so, gell, und ja, das mit Funk und Token und wenn der Token dann wieder verloren geht und so, ja. Also ja, da hat es dann mehr Probleme gegeben eigentlich, als man sich gewünscht hat. Und da haben diese Hawaiianer da so mal gedacht, ja, das, ja. Könnte man auch da ganz anders machen. Und zwar dieses Token-Basing-Verfahren da, gell? Also wo das so deterministisch ist und so streng, gell? Also so wie beim deutschen Friedrich da, gell? Also so, ja, gell? Ja, das haben sie gesagt, ja, warum braucht es das überhaupt? Gell? Warum macht man nicht ein Verfahren, wo man da einfach mal so ein bisschen probieren kann, gell? Also so, ja, probieren wir mal zu kommunizieren. Geht's gut? Ist gut. Geht's nicht gut? Gell? Dann hat es gekracht, dann hat es eine Kollision gegeben. Gell? Und sagen sie, ja, und wenn es dann mal Kollision gibt, ist ja nicht so tragisch. Also das ist nicht so wie beim Autofahren. Gell? Also beim Autofahren, wenn man da mal ja, auf die Straße hineinfährt, gell? Und man passt nicht auf und da ist schon ein Auto unterwegs, gell? Und dann kommt es zur Kollision. Gell? Und das will man da unbedingt vermeiden. Gell?
Und diese Idee der Vermeidung der Kollision, das ist ja bei diesem Token-Passing-Verfahren ja eigentlich ganz gut gemacht. Und zwar, jemand darf nur auf dem Medium kommunizieren, wenn er den Token hat. Also ist eindeutig. Das ist fast so wie beim Autofahren, gell? Also wenn man beim Autofahren da so eine Kreuzung haben, gell? Und der Zugriff darauf ist durch eine Ampel geregelt, gell? Ja, dann müssen wir nur die Vorfahrtsregeln einhalten, gell? Und wenn die Ampel dann grün ist, gell, dann dürfen wir fahren, gell? Und ja, und dann, wenn alle aufpassen, gell, dann passiert nichts, gell? Das ist deterministisch, was dort passiert, gell? Und das ist genauso beim Tokenring-Verfahren. Beim Tokenring-Verfahren, gell, wer den Token hat, der darf kommunizieren. Gell. Ja, und dann, ja, dann sind diese Hawaiianer gekommen da, gell, und haben gesagt, naja, das ist ja nicht wie beim Auto. Gell. Wenn da mal ein Paket kaputt geht, dann ist ja nicht so tragisch. Dann übertragen wir es halt nochmal, gell? Das ist nicht wie beim Auto, wenn es kaputt ist, dann machen wir halt ein neues, gell? Ist ja nicht so tragisch, gell? Ja, nein, ist schon tragisch, gell? Also, okay, kann viel passieren, gell? Also, ja, auf der Straße, gell? Da müssen wir schon aufpassen, gell? Also dürfen wir nicht tun, was wir wollen, gell? Okay, aber im Netzwerk hat man gesagt, da könnte man schon was tun, gell? Dort könnte man dann auch sagen, ja, wir können den Determinismus aufgeben, gell? Also, wir gehen her und sagen, ja, probier doch mal, gell? Wirst schon sehen, gell? Hauptsache, du kriegst dann die Information und sonst probieren wir eben neu, gell? Das ist diese Idee. Und diese Idee ist eben in dieses Aloha-Verfahren dann gemündet. Und dieses Aloha-Verfahren, das ist nicht, dass das das wichtigste Verfahren, das wichtigste Zugriffsverfahren in der Netzwerktechnologie geworden ist, aber das Prinzip des Aloha-Verfahrens, dass man hier einfach mal probiert, also nicht deterministisch, sondern stochastisch eben, gell? Diese Idee ist dann die Idee gewesen, die man später im Ethernet aufgegriffen hat. Und Ethernet ist ja die Technologie schlechthin, die heute im LAN vorhanden ist, gell? Okay? Deshalb ist ja dieses Aloha wichtig, gell? Nicht, weil heute alles Aloha fährt, gell? Also Aloha gibt es ja nicht mehr, gell? Aber die Idee gibt es noch, gell? Und ja, schauen wir mal da. Da steht ein bisschen was drin. Und zwar, da steht eben 1970, gell? Also ARPANET ist gerade in Betrieb genommen worden, gell? Und da haben die begonnen damit, das Arbeit und 1971, gell? Gell? Und dafür das Aloha-Net, gell? Also das ist dieses Netz zwischen den Inseln, gell? Also da haben wir eben diese Universität von Honolulu, gell? Die hier eben dieser wichtigste Punkt da auf die Insel ist und da hat man dann diese Inseln vernetzt, gell? Und ja, und da steht eben das später dann die Idee dieses Ethernet-Protokoll, also dieser Ethernet-Technologie geworden, gell? Und wie sind denn die Zugriffe? Die Zugriffe sind durch einen bestimmten Zufallsalgorithmus oder auch durch zufällige Zeiten, gell, geregelt. Und das ist das Wichtige, gell? Also, wir haben es aufgegeben, dass man sagt, ja, du gibst die Ampel und die Ampel regelt, wer darf, gell? Oder es gibt ein Token und wer den Tokenring hat, der darf sprechen, gell? Wer den Token hat, der darf sprechen, gell? Und hier sagt man einfach, ja, sprich nur, gell? Sei nicht schüchtern, gell? Ja, wenn es nicht funktioniert, mach es halt nochmal, gell? Ganz einfach, gell? Also das, ja, das sind Freigeister dann, gell? Ja, und da hat man eigentlich dann mal zwei, ja, grundsätzliche Ideen gehabt, wo man also gesagt hat, ja, wir lassen es absolut frei, gell? Wenn also hier mehrere sind, die sprechen wollen, sollen sie nur sprechen, gell? Und dann müssen sie halt schauen, ob es funktioniert hat, gell? Und dieses erste ist dieses unsynchronisierte Aloha, gell? Wenn also jedes Paket zu jedem Zeitpunkt starten kann, gell? Also die Teilnehmer sind untereinander nicht getaktet, gell? Also die haben keine gemeinsame Uhr, wo sie dann sagen, jetzt starten wir oder so, gell? Und dann kann es halt sehr leicht kommen, dass also Pakete
auch ja, leicht versetzt zueinander starten und somit kaputt werden. Gell? Also das. Und das Interessante daran ist, gell, das haben sie dann mathematisch untersucht, die Auslastung, den maximalen Durchsatz, den wir mit einem unsynchronisierten Aloha erreichen, gell, sind 18% der Kanalkapazität. Das ist jetzt, das ist nicht viel, gell? Okay, also, das, wenn wir das mal ja, so anschauen wollen, gell? 18% der Kanalkapazität, gell? Also wenn wir da ja, so die Übertragung aufzeichnen wollen, gell? Und wir schicken da, ja, wir zeichnen da auf, wie viel hier Datenverkehr auf dem Medium ist, gell? Dann haben wir eine bestimmte Kanalkapazität und das ist das Maximum, gell? Also das wäre dann eben 100%. So, sehr, sehr gut, schräg geht's nicht. Okay, 100%, gell? Maximum. Okay, und wenn wir jetzt ja, beginnen zu ja, auf das Medium zu schreiben, da, auf Aloha zu senden, gell? Wenn wir mehr senden, dann meint man, dass wir mehr Durchsatz bekommen. Gell? Das stimmt auch am Anfang. Gell? Das heißt, wenn wir hier mehr senden, gell, dann haben wir mehr Durchsatz. Aber schon sehr bald beginnt der Durchsatz dann zu sinken. Gell? Boah, es geht dann nach unten. Gell? Also je mehr wir senden wollen, umso weiter geht es dann nach unten. Und irgendwann haben wir nur mehr Müll. Gell? Müll auf dem Kanal. Müll, den wir hier versenden. Gell? Und das ist dann ja, so ein Phänomen des Trashings. Gell? Also das, was wir ja auch schon beim, ja, bei der Auslagerung gesehen haben, bei der Speicherverwaltung. Gell? Also wenn wir nur mehr swappen, gell, dann werden wir nur mehr Müll produzieren. Gell? Und hier gehen wir wirklich Datenmüll produzieren auf unserem Übertragungskanal. Gell? Okay? Und bei einem unsynchronisierten Aloha, gell, da gehen wir in dieses sehr früh in dieses Trashing, dass das dann nach unten geht, gell? Okay, also Trashing haben wir dann da. So. Und ja, um das zu verbessern, gell, hat man sich gedacht, wir gehen das takten, gell? Also das Takten bedeutet dann, dass man den Startzeitpunkt, wo man übertragen darf, gell, den gehen wir vereinbaren. Und das ist dann ein Takt, gell? Und ja, das ist dann ein synchronisiertes Aloha, gell? Und das schaut dann so aus. Da haben wir also so Takte, gell? Also ja, bei der Musikkapelle geht auch einer voraus, gell? Und gibt den Takt vor, gell? Das klingt dann besser, gell? Okay? Und beim Aloha geht es auch besser, gell? Wenn wir da einen Takt vorgeben, gell? Dann wird es besser, gell? Und das Interessante ist, gell? Das Maximum des Durchsatzes, den wir erreichen, steigt auf 37%. Ne? Das ja, ist jetzt auch nicht sehr viel, aber, ja, aber schon viel mehr als 18%. Gell? Okay? Also das ist interessant, wenn man das also, wenn wir das also machen, gell? Also da steigt es dann an auf, ja, auf das Doppelte. Und dann, wenn wir weiter drücken und übertragen, dann sinkt es wieder, gell? Okay? Also dann wenn alle hineinschreien und übertragen wollen, gell, kommt noch mehr Müll heraus, gell? Das geht dann nach unten, gell? Das will man dann nicht. Ja. Und das ist interessant, gell? Ja, es ist schon mal interessant, dass es überhaupt funktioniert. Das ist interessant, gell? So mit wahlfreien stochastischen Zugriffen, gell? Ja, und diese Idee, gell, die führt dann zum AlohaNet, gell? Und das AlohaNet, gell, das eben da ja, diese Inseln, gell, von Hawaii da mit der Universität in Honolulu dann eben vernetzt, gell? Ja, und wenn wir das jetzt anschauen, wie hat denn das funktioniert, gell? Das doch erklären Sie es ein bisschen. Und zwar, man hat hier mit Funk gearbeitet. Gell? Also nicht mit Kabel, gell? Also Achbarnetz am Anfang auf Telefonkabel mit so Modemtechnologie, gell? Ein paar tausend Bit pro Sekunde. Hier haben wir hingegen mit Funk gearbeitet. Gell? Und zwar,
hat man zwei Kanäle benutzt. Der eine Kanal, der war eben fürs Senden da, gell? Und zwar ja für diese zufälligen Paketversendungen, gell? Und wenn der Empfänger dann ein Paket erhalten hat, gell, dann ist gut gegangen. Aber der Sender weiß noch nichts davon. Deshalb schickt ihm der Empfänger eine Bestätigung zurück auf diesem zweiten Kanal. Also wir haben zwei Kanäle. Einer zum Senden und einen zweiten, um die Bestätigung zurückzuschicken. Und ja, und wie funktioniert denn jetzt das Verfahren? Das Verfahren sagt einfach, ja, wenn eine Station etwas senden muss, gell, dann soll sie es nur senden, gell? Also nicht lang schauen, gell, und senden, gell? Also es ist wie beim Autofahren, nicht lang schauen, einfach auf die Straße hineinfahren, gell? Brrr, gell? Brrr, kann nicht gut gehen, gell? Hat man sich damals auch beim Netzwerk gedacht, aber es funktioniert schon bis zu einem bestimmten Punkt, gell? Und deshalb muss man eben ständig nachfragen. Ja, hat es auch funktioniert? Und jetzt ist so, der Empfänger, wenn er ein Datenpaket korrekt erhält, schickt er eine Bestätigung zurück. Die Frage ist, ja, wenn dein Paket unterwegs etwas passiert, ja, es kommt zur Kollision typischerweise, gell? Oder es könnte ja auch die Bestätigung nicht zurückkommen, gell? Ja, aber es kommt zur Kollision. Was passiert denn dann, wenn es zur Kollision kommt? Dann, ja, dann bekommt der Empfänger nichts. Und wenn er nichts bekommt, dann, oder wenn er was Fehlerhaftes bekommt, gell, dann schickt er keine Bestätigung zurück. Und wenn der Sender keine Bestätigung bekommt, dann geht er davon aus, dass das Paket eben nicht angekommen ist oder fehlerhaft angekommen ist. Gell? Es kann verloren gehen, es kann aber auch fehlerhaft vielleicht ankommen. Und dann, ja, dann muss er nochmals senden. Ja. So, jetzt sind zwei da, gell? Also zwei, die wollen auf die Straße da, gell? Okay. Und das gehen wir da mal löschen. So, weg damit. Jetzt haben wir eine Straße. So. Jetzt wollten zwei, da gibt es so zwei Zufahrten. Also, jetzt sind da zwei, die wollen da hineinfahren. Gell? Okay. Und sie wollen zugleich hineinfahren. Sie sind beide da und beide wollen ins Netz. Was passiert denn dann? Brumm, brumm, bumm. Ah, da kracht's, gell? Ja, das ist nicht gut. Gell? Ja, beim Auto geht das nicht, gell? Also beim Auto dürfen wir das absolut nicht machen, weil beim Netz aber schon. Wenn da zwei zugleich zugreifen, dann bekommen sie keine Bestätigung zurück auf dem anderen Kanal, gell? Dann müssen sie nochmal schicken. Und was passiert, wenn sie nochmal schicken? Ja, sie sind ja beide da, gell? Also schicken sie nochmal. Kommt nochmal zur Kollision, gell? Wie löst man das? Also die Lösung ist jetzt folgendes. Das heißt, wenn die zwei da ständig probieren, jetzt zuzugreifen, dann wird das Senden niemals funktionieren. Die werden den Kanal blockieren, gell? Und ja, und dann arbeitet überhaupt niemand mehr, gell? Deshalb haben diese Hawaiianer, sind ja nette Menschen, gedacht, da muss man auch beim Übertragen nett sein. Das heißt also, einer da von denen, gell, ja, muss dem anderen halt ein bisschen Zeit geben, gell? Ja, aber die wissen ja nichts voneinander. Die sehen sich nicht mal. Da kann nicht einer sagen, ja, bitteschön, ja, machen Sie nur, ja, fahren Sie doch, gell? Also, das geht nicht, gell? Die sehen sich ja nicht. Also macht man Folgendes. Man geht sich eine Wartezeit ausdenken, gell? Okay, sagt man, okay, warten wir ein bisschen später, gell? Okay, so. Jetzt wartet man da. Wartezeit um, fahren Sie beide los. Ha, bumm. Und schon wieder ist passiert Kollision, gell? Also, der geht nicht, gell? Nee, wieder kein, nicht, keine gutes, ja, keine gutes Ergebnis. Also,
Also sie dürfen nicht die gleiche Wartezeit haben, also darf man die Wartezeit nicht einfach so ins Protokoll schreiben, weil dann geht's nicht, gell? Also macht man Folgendes. Man geht würfeln, man geht eine Wartezeit würfeln, gell? Eine zufällige Wartezeit, gell? Und jetzt ist Folgendes, wenn man eine Wartezeit würfelt, dann, ja, dann hat man gute Chancen, dass es zu keiner Kollision kommt, das zweite Mal. Zumindest nicht zwischen diesen beiden, vielleicht mit einem anderen. Gell? Und ja, das ist jetzt interessant, wenn man da jetzt ein bisschen wartet, gell? Und zwar zufällig lang wartet, dann hat man gute Chancen, dass man sich das zweite Mal nicht mehr trifft. Gell? Und ja, wenn jetzt die beiden Pakete durch sind, dann bekommen beide eine Bestätigung zurück, gell? Und sind, ja, und dann kann die Kommunikation weitergehen. Das ist die Idee hinter diesen Aloha, gell? Und ja, das ist dann alles im Funk. Auf jeden Fall zwei Kanäle, das ist interessant, gell? Also später im Ethernet haben wir nur einen Bus, gell? Also einen Kabel, gell? Oder einen Hub, gell? Oder ja, ein Gerät in der Mitte, gell? Deswegen ist doch das nichts mit zwei Kanälen, gell? Dort muss man alles über eines machen, gell? Ja, auf jeden Fall, das ist da dieses Aloha-Protokoll, gell? Hier schreiben sie dann auch ein bisschen, welche Computer sie da gehabt haben, gell? Und das ist auch interessant, gell? Man hat hier auf dem, ja, die Signale, gell? Mit 9600 Signale pro Sekunden verschickt, gell? Also da sind dann noch so ein paar Paritäten und ein paar Start- und Stopp-Bits und solche Sachen drinnen, gell? Also das kann man dann nicht jetzt einfach so, ja, geteilt durch 8 machen und dann hat man dann schon die Bytes, gell? Da ist schon noch einiges mit dabei, gell? Also da ist es eher schwierig, dass man zu einem Kilobyte pro Sekunde kommt, gell? Und wenn man jetzt noch bedenkt, gell, dass wir hier nur einen bestimmten Prozentsatz maximal des Kanals überhaupt auslasten können, gell? Da kommen wir nicht auf Kilobyte pro Sekunden, sondern da kommen wir auf hunderte Byte pro Sekunden, gell? Okay, hunderte Byte, nicht Mega und nicht Giga, gell? Also eher eine sehr langsame Sache, gell? Aber das war der Anfang, gell? Das war der Anfang eines Zugriffsverfahrens, das nicht mehr deterministisch war, sondern stochastisch, gell? Also mit Zufall im Verfahren, gell? Und deshalb ist das so interessant, gell? Okay, also Aloha, nicht lang fragen, sondern einfach starten. Und wenn's gekracht hat, gell, dann heißt es, dass das Paket nicht ankommt, dann bekomme ich keine Bestätigung und dann schicke ich das nochmal. Gell. Das ist eben dieses Zugriffsverfahren laut Aloha. Und ja, wenige Jahre später wurde dann Ethernet entwickelt. Und im Ethernet hat man dann ja, diese Idee wieder aufgegriffen. Die Idee eines Zugriffsverfahrens auf ein Medium, gell? Also man hat da am Anfang so, ja, Medium, so Busse vor allem auch eingesetzt im LAN, gell? Also Bustopologie, wo ein Medium war und alle Teilnehmer, ihre Geräte im Netz, gell, hatten dieses Medium, auf das sie zugegriffen haben, gell? Ein Gerät, nicht zwei, gell? Also hat man nicht einen Sendekanal und einen Bestätigungskanal dann, gell? Na, sondern ein Medium. Und wie hat man das jetzt gemacht? Hat man jetzt Folgendes gemacht? Hat man ein Zugriffsverfahren entwickelt und ja, das ist eines dann, da gibt es dann auch Verwandte dazu, da stehen sie nicht mal, oder? Nein. Also da, wenn man da ein bisschen sucht, dann sieht man die Verwandten von denen, gell? Aber dieses Verfahren ist Folgendes, besteht aus mehreren Schritten. Das heißt, Carrier Sense, Multiple Access und Collision Detect. Gell? Puh. Was heißt ein Carrier Sense? Carrier, gell, also der Träger, gell, oder das Medium Sense, also hören, gell? Das ist schon mal besser als Aloha. Aloha gesagt, ja, du mach nur Sende, Sende, gell? Also nicht lang schauen, gell? Also Carrier Sense bedeutet jetzt schon, wenn da zwei sind,
Und die stehen beide da, da sollen sie zuerst mal schauen. Gell? Nicht einfach hineinfahren auf die Straße, mal schauen. Das ist schon ein Fortschritt, gell? Wir haben noch keine Ampel da, wo wir schauen, gell? Und schauen, also aufpassen, gell? Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, gell? Und ja, das heißt also, man geht mal horchen, horchen, ob hier frei ist oder ob hier Datenverkehr stattfindet, gell? So, in dem Moment, in dem wir kocht haben, gell, können wir zugreifen. So, und jetzt beginnt das Problem. Und zwar, dieser Zugriff erfolgt nicht unbedingt alleine. Weil stellt euch mal vor, hier diese zwei Autofahrer, die stehen an der Kreuzung und dann schauen sie, ob die Straße frei ist. Und die Straße ist frei, also fahren sie los. Und wenn die zugleich losgefahren, dann kommt es zur Kollision. Deshalb, gell, wenn man also auf der Straße ist und dann, ja, auf die Straße hineinfährt, aber nicht nur vorher schauen, gell, muss man auch schauen, wenn man hineinfährt, während man hineinfährt, gell. Aber beim Netz ist das eben nicht so einfach, gell. Also da ist entweder so, man kann vorher schauen, gell, also Carrier Sense, gell, mal hochen gehen, ob da was gesagt wird, gell. Und wenn nichts gesagt wird, dann sprechen wir, gell, dann gehen wir senden. Und jetzt ist aber das Problem, wenn da zwei senden, dann kommt es zur Kollision. Wenn sie zeitversetzt zugreifen, gell, dass also die Zeit des ersten ausreicht, dass ihn der zweite hört, bevor er selbst probiert, dann kommt es zu keiner Kollision. Wenn die aber so zeitnahe miteinander senden, dass der zweite nicht die Chance hat zu hören, dass der erste mit dem Senden begonnen hat, dann kann es zur Kollision kommen. Gell? Und die Kollision, die müssen Sie selbst erkennen. Gell? Und ja, die horchen da, und wenn es zur Kollision kommt, dann, sobald es einer erkennt hat, dann schreit er laut: Kollision, jump, jump. Gell? Okay, das ist die Idee dieses Verfahrens. Und wenn wir da schauen, gell, also das ist ja der Artikel da zum Zugriffsverfahren, da gibt es auch einen eigenen Artikel zu CSMA.cd, gell? Und ja, da gehen sie auch so ein. Einen schönen Hub zeichnen, gell, wo das passieren kann, gell? Also im Bus, mit der Bustopologie, gell? Oder auch mit einem Hub im Stern, gell? Ein Hub funktioniert ja von der logischen Topologie gleich wie ein Bus, gell? Also jeder hört jeden, gell? Weil der Hub die Signale einfach weitergibt, gell? Dann haben wir genau diese Situation. Und hier haben Sie dieses Verfahren beschrieben. Gell? Also Sie sagen da auch was Schönes, dieses Verfahren finden wir unter IEEE 802.3. Gell? Also das ist die Standardisierung, gell, in diesem International Standard Institute. Gell? Also das ist dann der Standard. Und wenn man heute noch mal ein Handbuch einer, ja, Ethernet-Chipsatz oder so in die Hand nimmt und hineinschaut, dann sieht man, aha, der arbeitet auch nach 802.3, gell? Also das findet man, gell, in den Spezifikationen. Ja, und hier finden wir, das ist schön, gell, also haben sie das Verfahren gezeichnet. Und wenn wir das mal anschauen wollen da, gell, also, jo, ein bisschen größer machen. Also, wenn wir eine Übertragung starten wollen, sind wir bei Start. Was machen wir zuerst? Das erste ist Carrier Sense, gell? Also hochen, gell? Also bevor du überträgst, musst du hochen, ob der Kanal frei ist, ob das Medium frei ist, gell? Ja, also Medium abhören, gell? Also ist es frei? Ja, dann mach weiter, gell? Dann kannst senden. Ist nicht frei, dann musst du, nein, dann musst du warten, gell? So, ist hingegen frei, ja, dann sende. Und senden, da muss man gleichzeitig hochen, gell? Hochen, ob uns da ein anderes Paket begegnet, ob wir da jetzt eine Kollision haben, gell? Das heißt also, wir müssen hochen, ob auf dem Medium das drauf liegt, was wir gesendet haben. Wenn das nicht drauf liegt, gell, dann ist zur Kollision gekommen, gell? Also, keine Kollision,
Weil dann ist gut gegangen, dann ist Ende, dann ist Schluss. Wenn es hingegen zur Kollision gekommen ist, also ja, geil, dann müssen wir schreien. Jump! Geil, zur Kollision. Und was macht man dann? Dann machen wir dasselbe wie bei Aloha. Dann müssen wir, ja, zuerst fragen wir mal, ob es schon oft genug gemacht worden ist und probiert worden ist. Wenn man da jetzt 100 Mal probiert und es hat nicht funktioniert, ja, dann ist vorbei, gell? Also Fehlermeldung und sagen, es geht nicht, gell? Also Timeout oder so, dann kriegt man einen Netzwerkfehler, gell? Also dann meldet sich die Karte mit einem Timeout oder so und fertig, gell? Oder es hängt dann davon ab, was der Netzwerkstapel dann eben macht, gell? Es entscheidet ja nicht unten die Netzwerkkarte, was jetzt passiert, gell? So, aber wenn wir ja nicht das Maximum erreicht haben, gell? Dann warten wir wieder eine bestimmte zufällige Zeit, genauso wie bei Aloha. Und wenn die Zeit dumm ist, dann probieren wir es nochmal. Dann gehen wir wieder hoch. Ist niemand da. Ist niemand da. Wenn niemand da ist, dann senden wir. Gell? Okay? Und dann hoffen wir, dass es zu keiner Kollision kommt. Gell? Und das ist diese Idee, diese ursprüngliche Idee und andere Übertragungen, das ist nicht die einzige, gell? Aber andere funktionieren dann nach einem ähnlichen Prinzip, gell? Also Wireless funktioniert ähnlich, gell? Und. Also wenn man da ein bisschen weiterliest, dann findet man ähnliche Zugriffsverfahren genauso, gell? Und das Interessante ist, dass man eben damals, vor 50 Jahren, damit begonnen hat, die Netzwerktechnologie und den Zugriff, das Zugriffsverfahren stochastisch zu machen, gell? Also nicht deterministisch. Diesen Determinismus hat man aufgegeben und hat gesagt, wenn man das stochastisch ist, weil da sind ja mehrere Geräte dabei, also wenn das da alles ja, so streng geregelt ist wie der Polizist oder die Ampel, das funktioniert im Netzwerk nicht gut. Gell? Okay? Das ist wie auf der Straße. Auf der Straße macht man auch heute lieber, wo Platz ist, einen Kreisverkehr als eine Ampel aufzustellen, weil das häufig gut funktioniert. Gell? Und mit dem Determinismus im Netz ist halt auch dann vor 50 Jahren hat der Determinismus dann eine Konkurrenz bekommen, gell? Durch diese stochastischen Zugriffsverfahren. Gell? Aloha, das waren die Ersten. Gell? Also die Hawaiianer, gell? Also da haben sie das lustige Hemd angezogen haben, gell? Und dann ist es aufgegangen. Gell? Ja, und dann ist Ethernet gekommen. Gell? Und so, ja, 1973 schreiben viele so als Stichjahr, gell? Also jedenfalls Anfangs der 70er Jahre, gell, ist das entwickelt worden. Gell? Und heute haben wir im LAN vor allem Ethernet. Ethernet, Ethernet, Ethernet. Und nichts anderes mehr außer Ethernet. Gell? Und Ethernet, wenn man da in dieses Schichtenmodell zurückkehren, gell? Ethernet ist ein solches, ja, Verfahren, was uns die ersten zwei Schichten hier beschreibt, gell? Und ist eben hier drinnen das wichtigste, die wichtigste Technologie im LAN, gell? Ja, das da, gell? Das ist das, was passieren kann. Gell? Aber zum Glück ist das im Netzwerkverkehr nicht so schlimm. Gell? Das ist nicht wie beim Autofahren, gell? Also, oder beim Motorradfahren. Dort wollen wir keine Kollisionen. Im Netzwerk nehmen wir sie in Kauf, gell? Und sagen, durch die einfache Handhabung der Kollisionen, dass man einfach sagt, ja, dann übertragen wir es halt nochmal, gell? Dann können wir es machen. Gell? Ja, also wirklich in Kauf nehmen, es ist schon lästig, diese Kollisionen, weil diese Kollisionen führen dann dazu, gell, dass wir eben, wie wir da gesehen haben, gell, also die Kanalkapazität, gell, die erreicht man nicht. Gell. Also was macht man? Man hat dann also Jahre später, nicht anfangs der 70er Jahre, Jahre später, die Switch-Technologie dann entwickelt und die Switches, die gehen mal grundsätzlich Kollisionen vermeiden, indem sie das Starten einer Kommunikation eines Senders unterbinden, wenn ein anderer schon sendet. Gell? Also wenn da jetzt fünf im Netz sind und einer beginnt ein Paket zu senden, gell, und ein zweiter. Ein zweiter kommt in die Situation, wo er gekocht hat, aber dann war er zu langsam und der andere hat schon vor ihm begonnen zu sprechen, gell, zu senden.
dann wird der zweite eben aufgehalten. Das heißt also, das Signal des zweiten, das von einem Board kommt, wird von einem Switch nicht weitergeleitet. Ein Switch vermeidet dadurch die Kollisionen. Und das ist also das Erste und das Wichtigste, was ein Switch machen muss. Und auch ein billiger Switch, gell? Also auch der 15-Euro-Switch, den man irgendwo ja, im Einkaufszentrum vielleicht mitnehmen oder so, gell? Also wenn er uns gefällt, gell? Also 15 Euro im Angebot, nehmen wir halt mal einen Switch mit nach Hause, gell? Okay. Ja, also auch der kann das. Also Switches vermeiden Kollisionen, das ist das Erste. Gell? Und ja, Switches haben wir gehabt, die können dort schon andere Sachen machen, die können also Teilnehmer Punkt zu Punkt miteinander verbinden und das auch mehrere und damit können sie mehrere Verbindungen da zusammenschließen, gell? Also da gibt es schon ganz tolle Switches, gell? Aber auch der billigste für wenige Euro kann Kollisionen vermeiden. Gell? Ja, und das ja, hier wollen wir eigentlich nicht weiter vertiefen bei den Zugriffsverfahren. Gell? Also Zugriffsverfahren haben welche Aufgabe? Sie regeln den Zugriff auf Layer 1. Sagen also, regeln welches Gerät von Layer 2, also vom Data Link Layer auf den Physical Layer jetzt zugreifen darf. So, auf Wiedersehen.